Morgen ist es endlich soweit und Biomutant erscheint nach einer gefühlten Ewigkeit an Entwicklung und Verschiebung endlich für die Konsolen und den PC. Also offiziell erscheint es morgen, denn einige von euch werden das Spiel bereits besitzen. Man hat immer wieder gelesen, dass man die Retail-Version schon hier und da kaufen konnte, beziehungsweise dass Bestellungen schon eingetroffen sind. Einige Spieler haben das Ding schon seit einer guten Woche. Aber für alle Leute, die es eben digital erwerben, ist das Spiel eben erst morgen spielbar. Und da stellt sich natürlich die Frage, ab wann kann man denn zocken? Und genau darauf gehe ich in diesem kurzen Video ein. Denn die Entwickler haben einen FAQ-Artikel rausgebracht, wo man alle wichtigen Details zum Release lesen kann. Den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr keinen Bock habt, den zu lesen, dann bleibt einfach dran. Das Wichtigste vorab, man wird nicht direkt um Mitternacht mit dem Spielen beginnen können. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber auch nicht ganz ungewöhnlich, denn das haben andere Spiele auch schon so gehandhabt. Also für alle Konsolenbesitzer, also PS4 und Xbox One, gilt, dass ab 16 Uhr ins Abenteuer gestartet werden kann. PC-Besitzer hingegen müssen mit der Freischaltung bis um 19 Uhr warten, denn dann wird erst auf Steam bzw. auf GOG und auf Epic und so weiter und so fort das Spiel freigeschaltet. Zur Konsolenversion ist noch ganz interessant zu wissen, dass natürlich durch die Abwärtskompatibilitäten der PlayStation 5 und der Xbox Series X auch Biomutant auf diesen Konsolen, also auf den neuen Konsolen, laufen wird. Im FAQ-Artikel bestätigen die Entwickler allerdings, dass man in der nahen Zukunft auch dedizierte Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X rausbringen möchte. Allerdings liegen hier noch keine konkreten Technikdetails bzw. überhaupt ein Release-Termin vor. Auch interessant zu wissen ist, dass es für Biomutant keine Demo geben wird. Es gab ja zum Beispiel vor kurzem erst zu Outriders eine Demo, die auch wirklich sehr positiv angenommen wurde. Zu Biomutant wird sowas nicht erscheinen. Die Entwickler erklären das so, dass eben aufgrund der offenen Spielwelt es schwierig sei, eine inhaltlich begrenzte Demo bereitzustellen. Aus diesem Grund wird es keine Demo für Biomutant geben. Auf ein paar andere Sachen wird dann eben auch noch eingegangen, zum Beispiel ob die PC-Version GeForce Now unterstützen wird, das wird sie, und ob man zum Beispiel die Mercenary-Klasse, also diese Pre-Order-Klasse, später auch noch auf irgendeinem Weg bekommen kann, auch das wird so sein. Also von daher, wenn ihr da noch ein paar Details haben wollt, dann lest euch gerne den FAQ-Artikel dazu durch. Ja, und ansonsten gilt: Morgen geht's dann los, auch hier auf dem Kanal, also wenn ihr Bock auf Biomutant habt, dann abonniert gerne, denn ab 19 Uhr circa, je nachdem wie der Release verläuft, werden wir das Spiel hier natürlich anzocken und in Zukunft wird es dann auch Guides, News und alles Mögliche zu Biomutant hier auf dem Kanal geben. Von daher bleibt mir jetzt nicht mehr zu sagen, außer vielleicht bis morgen, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Däumchen da lassen, und wenn ihr es noch nicht getan habt, einfach abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, reingehauen.